Willkommen in Night City, Freunde. Es hat ein wenig gedauert, aber jetzt geht's natürlich direkt auch hier wieder weiter. Delamain Quest habe ich gemacht. War jetzt nicht so spektakulär, einfach nur ein paar Autos finden. Was wir jetzt machen ist, erst einmal die legendäre Cyberware kaufen. Und das müsste, glaube ich, das Betriebssystem sein, genau. Da haben wir es doch. Es gibt hier noch eine andere. Aber Konstitution habe ich noch nicht so hoch. Deswegen greifen wir uns die hier. Ist auch bereits ausgerüstet. Sehr schön. Und wir können einmal schauen, was wir hier noch so haben. Ein bisschen Crit. Ja, kann man mal mitnehmen. Regeneration 0,05 Punkte pro Sekunde ist jetzt nicht wirklich viel, aber komm, kostet nur 800 und wir haben ja auch ein paar Slots frei. Von daher passt das. Ja, Konstitution habe ich nicht so hoch. Immunsystem. Gegner in der Nähe auch nochmal schocken. Gut, nehmen wir mit. Ist jetzt nicht so der Burner, weil Slots sind frei. Nervensystem ist, glaube ich, ein bisschen interessanter. Chance von 2% auf Schadensminimierung von 10%. Ja, die Werte sind echt ein bisschen low. Bis Gegner uns bemerken. Ja, das sind jetzt hier natürlich nicht so die Burner-Dinger. Aber das Ding haben wir zum Beispiel auch im Besitz. Von daher können wir es auch ausrüsten. Das haben wir auch im Besitz. Fehlt aber ein bisschen was in den Werten. Erhöht Panzerung um 300. Das klingt doch nice. Was haben wir hier sonst noch? 15 Sekunden lang Unsichtbarkeit ist auch ziemlich cool. Und ja, nehmen wir mal Panzerung, weil das sollte dann generell für alles gelten. Das Ding können wir eigentlich verkaufen. Brauchen wir nicht mehr. Dann haben wir hier bei den Armen noch etwas. Die Klingen finde ich eigentlich ziemlich cool. Und Skelett. Angriffstempo um 5% erhöhen. Ist ein graues Item, aber auch hier haben wir sonst keine Alternativen. Die Slots sind gut gefüllt. Aber jetzt müsste man natürlich noch andere Cyberware-Händler abgrasen, um zu schauen, wo denn die besseren Werte sind. Oder auch die besseren Items. Was wir hier nochmal machen können, bevor wir die Quest abgeben. Erstmal in die Kamera hacken. Wunderbar. Aber jetzt haben wir sie wahrscheinlich nur stillgelegt. Wir können uns da nicht wirklich reinhacken. Egal. Na? Okay, aber ich kann sie auch... Ah, warte mal. Ich glaube, da habe ich noch was vergessen. Ja. Wir müssen hier natürlich nochmal den Kurzschluss rein. Ja, packen wir uns jetzt einfach mal noch ein paar Dinger hinein. Was natürlich cool wäre. Über, ach nicht Überhitzung. Das habe ich jetzt hier gerade rausgelesen. Cool wäre natürlich
diese Suizidgeschichte. Dass sich der Gegner selbst umbringt, ohne dass wir irgendetwas machen müssen. So, du bist gerade im Weg. Was soll das? So, da den Dude hauen wir auch nochmal weg. Dann haben wir hier oben schon mal den Weg frei. Da stehen zwei. Das Gute ist, sollte das hier ein bisschen zu sehr eskalieren, hauen wir einfach ab. Oh, da hinten haben wir noch welche stehen. Wunderbar. Na, den kriegen wir von hier nicht. Doch, jetzt. Von den Rams her haben wir auch recht viel. Von daher können wir hier auch mal richtig einen raushauen. Was haben wir hier? Nicht, dass wir hier gleich noch einen Polizisten oder so umbieten. Gut, okay. Wir haben hier aber ein bisschen aufgeräumt. Das sollte erstmal reichen. Ich düse mal eben schnell zum Delamain Hauptquartier, damit wir die Quest abgeben können. Und dann geht's auch direkt weiter. Und da sind wir auch schon quasi. Die Mission an sich war jetzt nicht wirklich spektakulär. Wir mussten, glaube ich, 6-7 Autos suchen und finden, uns in die Nähe begeben und dann verschiedene Dinge dort machen. Bitte legen Sie ihn zurück. Alle Verlorenen sind wieder in meinem Besitz. Ich möchte Ihnen noch einmal für Ihre Hilfe danken. Das war wie eine Schnitzeljagd nach deinen Stimmungsschwankungen. Du bist komplexer als gedacht. Ja, nun, ich habe den letzten Anteil Ihres Honorars überwiesen. Ich bin Ihnen sehr zu Dank verpflichtet. Danke für die angenehme Zusammenarbeit. Gleichfalls. Ich freue mich darauf, in Zukunft wieder mit Ihnen zu arbeiten. Einen schönen Tag. Wie ist es so für eine KI in einer kohlenstoffbasierten Welt? So, okay. Ich habe gehofft, dass es da irgendwie was Besonderes gibt oder Spektakuläres. Na, das war wieder der falsche Knopf. Gut, wenn wir sowieso schon mal hier sind, dann eine sehr gefährliche Quest. Okay, das ist ja alles sehr gefährlich. Psychopathen. Wir könnten eigentlich auch langsam mal ein paar Psychopathen umhauen. Die Frage ist nur, wo wollen wir anfangen? Hier unten Pacifica sieht eigentlich ganz gut aus, weil hier nicht mehr so viele Aktivitäten sind. Wir haben hier einen Auftrag und dann noch 1-2 Psychopathen und dann ist Pacifica erst einmal durch. Das ist doch eine schöne Möglichkeit. Irgendwo hier muss ja auch noch, genau, einmal nach rechts. Haben wir noch so einen Schnellreisepunkt. Da ist er, wunderbar. In Pacifica war ich eigentlich ziemlich viel unterwegs, aber meist nur einfach durch die Straßen gelaufen, irgendjemanden gehackt, umgenietet, um ja, ein bisschen zu leveln und auch die Skills auszuprobieren, auch ein bisschen um zu farmen. Das hat recht gut funktioniert. Pacifica ist ja sowieso ein Drecksloch, von daher passt das schon. So, wir können hier mal eben mal schauen. Wie und? Du bist? Ja, für meine Leute.
Ach ja? Aha. Nur der bedient hier auch nicht jeden. Das ist nicht so nett. Ah, sieh mal einer an. Hier haben wir nämlich schon wieder bessere Dinge. Aber der Dude war verdammt unhöflich. Er bedient nur seine Leute. Und nicht, dass er uns da noch ein bisschen zu viel Geld aus den Taschen zieht. Das muss ja auch nicht sein. Knappe 100 Meter noch. Sollten wir eigentlich in sehr kurzer Zeit hinbekommen. Na gut. Dann wollen wir mal für Mr. Hans tätig werden. So, da haben wir doch gleich was. Und alle erwischt. Sehr schön. Oh, jetzt ist der Hack durch. Jetzt können wir loslegen. Das ist eigentlich auch ziemlich nice, hier so im Stealth-Modus durchzugehen. Vorausgesetzt natürlich, wir werden nicht entdeckt. Aber das klappt eigentlich sehr gut. Das, was ich quasi bei Assassin's Creed und Konsorten nicht hinbekomme. Okay, da unten ist auf jeden Fall jemand. Ah shit, hier können wir das Ding nicht hacken, um an Geld zu kommen. Die kleine Made macht uns kalt. Was zum? Fuck! Ja, der Typ birgt hier ein bisschen zu laut rum. Ne, wir müssen auf die andere Seite. Ah, doch, da steht einer. Jetzt habe ich ihn gesehen. Ich glaube, bislang war es auch viel Glück, dass ich noch nicht entdeckt wurde. Jetzt komm ich nicht, Ratte. Ja, hin und wieder klappt das auch mit dem Anvisieren und dem Hacken nicht ganz so gut. Der war jetzt irgendwie von so einer leichten Lichtlinie mit irgendjemanden verbunden. Oh, da müssten wir doch, glaube ich, auch ein bisschen Geld hacken können. Das ist nicht unser Van. Aber sieh dir die Spuren an. Führen tiefer in den... Ich lass dich kurz allein.
Aha, da hat Johnny doch nicht ganz ausgesprochen. Egal. Erstmal hacken und versuchen, so viel Geld wie möglich abzugreifen. Wo fangen wir denn an? Ja, das war natürlich nicht ganz so geil. So, da haben wir hier... Okay. Irgendwie doch noch hinbekommen. Hey, keine Angst, Häschen. So, da hinten ist jemand. Da haben wir ihn doch gesehen. Noch einer. Ah, sehr schön. Der Kurzschluss ist jetzt auch in kürzerer Zeit verfügbar. Ablenkzeit ist runtergegangen. Wunderbar. Aber auch hier wieder, wenn wir unerkannt bleiben, ist so gut wie alles One-Hit. Ah ne, das ist Johnny. Den brauchen wir nicht zu hacken. Komm schon! Zeig deine hässliche Visage! Ist hier noch irgendwo einer? Was zum? Jetzt hab ich dich, Ratte! Ja, ungewollt als Ablenkung genutzt, aber wenn es am Ende funktioniert, wieso nicht? Und können wir hier auch noch mal ein bisschen, wunderbar, hier können wir auch noch mal ein bisschen Geld verdienen? Nee. Einmal draufklicken. Genau, so war das. Gut, wo starten wir? Das hier sieht eigentlich vernünftig aus, dann haben wir schon mal den Dicken zusammen. Und einmal hier lang, beide erwischt. Und Breach-Protokoll erhöht. Wieder ein bisschen Geld kassiert. Sehr schön. Jetzt können wir in den Van steigen und die Mission abschließen. Na, so, einmal mitnehmen. Ja, Johnny steht da immer noch so ein bisschen teilnahmslos in der Gegend rum. Und den Baum erwischt. Da steht ein verlassener Baum komplett abseits. Und ja, ich nehme ihn mit. Ich sollte mich auch mal ein bisschen auf die Karte konzentrieren, damit ich den richtigen Weg einschlage. Und auch da wieder ein kleines Ding ist da. Ich darf nicht gegenfahren und boom, gegengefahren.
Das war's. Locker flockig 14.000 verdient. Du hast dir ein nettes Sümmchen verdient und obendrein die Animals verarscht. Ich mag Leute, die einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Der Job ist erledigt und ich glaube, ich werde mir deine Nummer für die Zukunft merken. Wie kann das sein? Sehr schön. Ruf an, wenn du 14.000 loswerden möchtest. Nehme ich gerne an. Wir haben hier wieder... Nein. Da sind wir. Coolness. Einmal komplett hoch. Und ansonsten... Ich muss mal eben schauen. Hier war doch irgendwo... Kritischer Schaden erhöht. Ach, da war das okay. Na, Schaden durch Vergiftung wird verdoppelt. So war das. Wir haben ja jetzt die Seuche bekommen. Und damit sollte es verdoppelt werden. Dann könnte man das eventuell nochmal staggen, dass diejenigen, die vergiftet sind, nochmal 20% mehr bekommen. Aber das hier ist dann eher was, wenn wir auch in den aktiven Kampf eingreifen, in Form von Nahkampf oder auch Waffen, brauchen wir jetzt nicht. Ich glaube, Kampfmaschine war noch etwas, wo ich was reinbuttern wollte. Ich bin mir aber auch da nicht sicher. Ich muss mal eben schauen. So, Euro-Dollar, genau. Beim Mining waren die Euro-Dollar wichtig. Einmal gibt es dann die Komponenten und einmal Euro-Dollar. So, was ist, wenn ich hier verseuche? Springt auf jeden Fall auf die anderen über. Ja, die Seuche tickt aber ganz gut. Ja, guck mal, und das springt jetzt von Gegner zu Gegner, frisst sich so langsam durch. Das ist doch nice. Kann man dann vielleicht später bei etwas heftigeren Gegnern machen. Nochmal so als Dot draufknallen. Und immer schön aus der Sichtweite. Ach, der hatte gar keine Granate. Dann kann natürlich auch nichts entzündet werden. Doch. Hat nur ein bisschen gedauert. Ah, sehr geil. Na, der Kurzschluss hat aber... jetzt deutlich mehr Cooldown. Ja, komm schon. Und da hinten haben wir noch einen. Okay, das lief doch gar nicht mal so schlecht. Da liegen sie hier alle halb nackt in der Gegend rum. Aber wir haben jetzt auch nochmal die Möglichkeit, Dots rauszuknallen. Kann für die ganzen Psychopathen, die da noch so in der Gegend rumlaufen, sehr interessant sein. Je nachdem, wie stark die sind, haben wir dann da auch nochmal die Möglichkeit, mit Dots ein bisschen mehr Damage rauszukriegen, gerade am Anfang. Erstmal schön zu dotten und dann angreifen. So, nette Leute. Lassen uns sogar noch hier Motorräder stehen. Wunderbar. Apropos Psychopath. Wir müssen ja noch zwei Psychopathen killen. Genau, da haben wir
alles. Na, ich muss sagen, ich war nie wirklich auch früher bei GTA der Motorradfahrer oder sonst was. Hier gefällt mir das sehr gut. Okay, was haben wir hier? Wie komme ich jetzt da rein? Oder steht der? Ah, die stehen hier oben. Das ist nicht ein Psychopath, das ist eine fucking Gang. Okay, dann nutzen wir mal die Verseuchung. So, und die frisst sich jetzt durch die Gruppe. So, wir finden jetzt wahrscheinlich nicht auf die Schnelle den Dude, der uns jetzt hier hackt. Ja, ich bete ja schon. Ja, haben die mich jetzt entdeckt oder ist das Ding durchgegangen? Das habe ich jetzt leider nicht gesehen. Okay, aber auch da haben wir jetzt gut aufgeräumt. Bevor die uns dann entdeckt haben, das ist dann auch in Ordnung. Nee, aber das ist auch nicht der Psychopath. Das war jetzt einfach nur eine Straßengang. Aber auch da größtenteils unentdeckt durchgekommen. Nur der Letzte hat uns jetzt bemerkt. Weil er unsere Position geortet hat. Ansonsten läuft das Hacking ganz gut. So, das Ding kriege ich aber nicht auf. Was hat uns denn die Polizistin geschickt? Ja, Moment. Panam hat geschrieben. So, da können wir jetzt... Oh, was nehmen wir? Ja, komm. Machen wir mal das. Gut, aber Panam hat mich schon wieder rausgeworfen. Das wollte ich eigentlich nicht. Da, Regina Jones müsste das sein. Und... Ja, das ist es. Aber wir bekommen jetzt hier keine wirklichen Hinweise, Informationen, Tipps.
Sieh mal einer an. Ach, man kann das Ding auch einfach öffnen. Ach, ich Idiot. Ah, die Klingen sind ja geil. Die kommen schön aus den Armen raus. So, wir steigen ein und hier gleich zum Anfang haben wir nichts. Aber dafür hat das jetzt funktioniert. Ich sehe hier aktuell noch nichts. Drohne Nummer 1 ist down. Roboter, aber die kann ich nicht hacken. So, da ist Drohne Nummer 2. Okay, interessant. Der ist, glaube ich, als Terrorist. Ja, jetzt habe ich gleich den Hack rausgehauen, anstatt ihn noch zu verseuchen. So, damit haben wir ihn jetzt mit allem vollgepumpt. Und das frisst sich auch dort durch die verschiedenen Instanzen. Er ist down. Das Ding ist auf jeden Fall erledigt. Aber ich verstehe diese Typen hier nicht. Aber okay, dann hauen wir die einfach um. Das funktioniert immer. Wenn ich die schon nicht hacken kann. Jody, und? Hast du einen Plan? Darauf kannst du einen lassen. Komm heute Abend zu mir, dann besprechen wir alles mit Tom und Roxy. Sie machen mit. Maiko wird auch da sein. Wie hast du das denn geschafft? Ich hab was richtig Großes. Sag's dir heute Abend. Ach so, was willst du auf deine Pizza? Tofu, Thunfisch und Ananasgeschmack. Geht. Das sind zwei Wörter, die nicht in denselben Satz gehören. Schon gar nicht auf dieselbe Pizza. Du machst Witze, oder? Wenn's um Pizza geht, ist das mein voller Ernst. Okay, wir sehen uns also heute Abend. Definitiv. Ich werde dort sein. Ja, so ist das in der Zukunft. Da ist man halt Tuna Hawaii. Das ist ein ganz normaler Geschmack. Gut, was haben wir jetzt hier? Das passt mir alles noch nicht so gut.
Ja, shit. Da hat mir der letzte Part gefehlt. Aber egal. Wir haben wieder ein bisschen Geld bekommen. Müssen aber eben nochmal hier was durchsuchen. Und dann sollte das Ding hier auch durch sein. Na, ach so, hier bei Nachrichten. Gar nicht gesehen. Dann nochmal Regina hier eine Nachricht schicken. Oder anrufen. Bis dann. Hä? Ivy, denk dran, die Medien lügen. Ja, gut, dass du das als Polizistin sagst. So, nee, ich wollte Nachricht schicken, nicht anrufen. Das war der Fehler. Okay, das war's. Sehr schön. Ja. Bei den ganzen anderen Games ist links der Knopf für die Karte. Hier ist es rechts über das Menü. Das irritiert ein wenig. Aber da hinten haben wir noch einen Psychopathen. Okay, das wird jetzt nicht so geil werden. Okay, das hat doch vernünftig funktioniert. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Na, vielleicht zählen ja auch die Typen in Pacifica nicht zu den schlausten. Ja, komm, machen wir mal hier schöne Verseuchung. Soll sie sich überall durchfressen? Da hat jetzt die normale Verseuchung ohne weiteres funktioniert, um die ganzen Gegner platt zu machen. Sind wahrscheinlich die ganz normalen Dorfgangster. Ah, nee, da muss ich noch mal die Ablenkzeit abwarten. Ja, die Verseuchung frisst sich weiter durch. Sehr geil. Aber da kann man dann schön hier in Sicherheit bleiben. Und warten, bis sich das Ding komplett durchgefressen hat. Ja, könnte eventuell ein bisschen problematisch werden, wenn wir dann gehackt werden. Aber für die ganzen Dorfgangster hier reicht das vollkommen aus. Da müsste doch eigentlich noch einer sein, oder? Nee. Dann ist das Ding doch nochmal auf ihn übergesprungen. Oh Gott, was hören die da für Musik? Na? Egal. Wir müssen einen neuen Psychopathen umnieten. Da vorne auf dem Steg müsste er eigentlich auch schon sein. So, da werden wir mal die Dorfgangster in Ruhe lassen. Ja, Athletik erst
auf Stufe 3. Das könnte definitiv noch besser sein, aber... Worauf ich so ein bisschen Bock habe, ist... Das hat jetzt semi-gut funktioniert. Ich dachte, ich springe rein und dann hier gib ihm. Fetze ich sie auseinander. Aber nö. Obwohl ein Großteil von denen ist ja auch schon down. Wie flankiert ihn? Du bist alleine. Die Frage ist nur, wo bist du? Ich sehe dich nicht. Da bist du. Na? Geht der Hack nicht durch? Dann verseuchen wir dich halt. Gut. Hat nicht so ganz funktioniert. Aber auch da, ich dachte jetzt auch durch die höhere Panzerung und alles, wäre das schadensmäßig auch deutlich weniger, was da reinkommt. Dann habe ich mich wohl geirrt. Wir schauen mal, was wir hier wieder für interessante Dinge haben. Ja, 105, 106, aber... Dieser eine Punkt da ist es mir auch nicht wert, da wie so ein Depp auszusehen. Ja, da muss man ganz ehrlich sagen, es gibt hier echt verdammt viele Items. Und viele davon sind auch cool, aber die meisten sehen einfach so kacke aus. Also wenn ich mir die besten Items reinziehe und dann am Ende wie so ein Vollidiot aussehe. Ja, weiß ich nicht. Und nochmal ein paar neue Schuhe. Ja, das, also das, ja, geht im Vergleich zu dem, was man teilweise hier sonst trägt. So, überladen. Da müssen wir noch mal die ein oder andere Waffe. Ja, die ist besser als die, die wir ausgerüstet haben. Dann gehen wir mal in den Bereich. Ja, eigentlich müsste ich die verkaufen, um da noch ein bisschen Kohle zu machen. Deswegen verkaufen oder deswegen schroten wir mal nicht alles. Im Bereich Crafting habe ich bislang auch noch nicht so viel gemacht. So, wunderbar. Also dieses neue Cyberdeck ist echt nice. Hat nochmal so einen kleinen Schadensbonus gegeben und gerade so dieses Verseuchen und Überhitzen, gut, das konnte ich glaube ich auch vorher, aber durch die mehreren Slots probiert man dann natürlich auch wieder ein bisschen mehr aus. Ist der Psychopath hier schon tot?
Gut, wir müssen Splitter lesen. Interessant. Bevor ich jetzt hier irgendwie... Nee, das müssen wir anders machen, sonst suche ich mich hier gleich zu Tode. Ist es das? Cyberpsycho, das würde passen. Oder vielleicht auch sonstiges? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt hier ausgelöst habe. Ja, Malware neutralisieren bekommen wir jetzt nicht hin, weil ich mich hier schon wieder verrannt habe. Okay, aber auf jeden Fall war der richtige Splitter dabei. Irgendwo habe ich ihn erwischt. Jetzt müssen wir nochmal Regina, genau, da ist sie. Und Smoke on the Water. Gib ihm raus damit. Ja, wunderbar. Dann können wir uns eigentlich auch... Ja, obwohl den Plan von Judy... Hören wir uns nächstes Mal an. Wir schauen nochmal eben auf die Karte. Pacifica ist jetzt aufgeräumt. Da sollte jetzt alles passen. Für ihn haben wir noch keine wirklichen Aufträge abgeschlossen. Somit haben wir jetzt hier Pacifica beendet. Ah, hier die Pampa wird kacke. Was wir machen können, wir können auch erstmal so die äußeren Bezirke säubern. Und fangen quasi jetzt hier oben an. Von oben nach unten aufzuräumen. Wir haben auch da wieder einen Psychopathen. Den greifen wir uns mal. Und ich sprinte da mal eben schnell hin. Die Polizei scheint hier schon am Start zu sein. Wie? In Northside ist gerade die Hölle los. Und jetzt haut Maelstrom offenbar schleunigst ab. Finde für mich raus, was da los ist. Okay, das war eigentlich auch ziemlich nice. Der ist im Auto abgehauen, wir haben ihn gehackt, weg ist er. Gut, dann schauen wir doch mal, was hier so abgeht. Und was hier für ein Psycho unterwegs ist. Überhitzung ballern wir ihm auch nochmal drauf. Ich wollte eigentlich noch den Kanister in die Luft gehen lassen. Aber er scheint... Oder, ne, oder ist das vielleicht sogar eine Dame? Ich hätte vorher das Breach-Protokoll aktivieren sollen. Gut, das war's. Sieh mal einer an. Nee, doch keine Dame.
durch das Chrom und so weiter sah es irgendwie so ein bisschen bauchfrei oder strange aus auf die Ferne. Aber das scheint es jetzt hier schon gewesen sein. Wir müssen hier wieder Leb wohl des Angriffs aus. Wo haben wir unsere nicht Itemherstellung. Journal. Irgendwo waren ja die Psychopathen. So da. Und hier ist Leb wohl. Aber das scheint nicht das Richtige gewesen zu sein. Ja, ich muss doch einfach nur dahin gehen, wo neu ist. Oder obwohl, wir springen mal raus. Vielleicht war es ja... Ja, es war schon die richtige. Gut, dann müssen wir nur noch einmal eine Nachricht verfassen. Und dann war's das. Nur 1,8 bekommen, aber das ist ein bisschen wenig. Gut, es war jetzt nicht wirklich schwierig, aber dennoch ein bisschen wenig. Alles klar. Heißt, wo ist Judy? Da ist es. Das werden wir uns als nächstes reinziehen und schauen, was da noch passiert. Ich muss nochmal schauen hier oben. Ja, Edge Runner, das ist, glaube ich, die Hauptmission. Hier haben wir wohl, also Johnny Silverhand mäßig haben wir erst 40%, das ist gut. Und unterweltmäßig haben wir erst 30%. Ja, da haben wir noch einiges zu tun. Definitiv, aber so Hauptstory-mäßig oder ne, unseren Ruf aufbauen, da ist das Ende schon nah. Gut, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal.